Willkommen zurück zu einem neuen Part von High Warriors. So langsam bin ich live mit diesem Elgato-Aufnahmeprogramm, dass er immer mitten im Part meinen Live-Kommentar-Audio-Eingang ändern muss. Was soll die Scheiße? Jetzt habe ich das mal alles deaktiviert, jetzt müsste es funktionieren, hoffe ich zumindest. Gut, Mission Nummer 4, Schlacht Nummer 4 in der Ranelschlucht, die Zauberin des Tales. Und wir werden, wie empfohlen, mit Lana reingehen. The leader of the resistance in Farron Woods was a young sorceress named Lana. She was of the same clan as Sia, who had summoned the monsters to Hyrule. Lana had been fighting Sia's army since it arrived. Sia now sought to complete the Triforce and use it to conquer Hyrule. Link and Impa decided to join forces with Lana to prevent further tragedy. Although the monsters of Farron Woods had been defeated, Sia still controlled most of Hyrule. Every day, more creatures appeared and swarmed the land. Link and Impa fought on against the darkness, sorely missing Zelda's leadership. Only one solution remained: stem the tide of monsters by closing the Gate of Souls. The heroes headed to the Valley of Seers to put an end to the bloodshed. Auf ins Tal der Seher. Schlacht beginnen. Mit meinem absoluten Lieblingssong in diesem Game. Hat sich so ein Lieblingssong entwickelt. Ranelschlucht. Attacke! Link, großer Held, ich möchte dich sehen. Finde den Weg durch dieses Finstertal. Ich werde erstmal den Link zum Stein finden, unter dem der Herzcontainer steckt. Chia ist oben auf den Ruinen. Besiegen wir sie, um diese Heimsuchung ein Ende zu bereiten. Da ist der Stein. Wenn wir die Festung neben den Ruinen erobern, erreichen wir ihr Hauptquartier schneller. So. Erstmal den Herzcontainer. Ganz wichtig. Das Lied passt gar nicht dazu. Herzcontainer. Nice. So, Gegners. Kommt her, Gegners. Es ist doof, dass sie nicht alles kann, dass ich halt noch nicht mit allen zumindest die Angriffe ausgebaut habe, weil es halt noch nicht geht, weil etliche Items fehlen. Das ist schon nervig. Ich traue Sheik immer noch nicht über den Weg. Du nervst. Impa hat einen anderen Weg eingeschlagen. Nur weil sie Sheik nicht traut. Sheik, ich habe meine eigene. Der Fuck, verpiss dich, Mann. So, ich muss. Erbärmlich kleine Würmer, ich werde viel Spaß mit euch haben. Das klingt ein bisschen komisch. Der Drachenritter ist zu mächtig. Ja, toll. Weg mit dem. So. Jetzt kriegen wir die Erklärung. Ich hätte es euch jetzt auch erklärt. Streitzyklopen sind Steinstatuen, die dich mit einem mächtigen Energiestrahl angreifen. Sie sind außergewöhnlich zäh. Gewöhnliche Angriffe können ihnen nichts anhaben. Um sie zu besiegen, musst du etwas finden, wogegen sie empfindlich sind. Und das waren, wie wir gerade gesehen haben, die Bomben. Die Dinger können schon sehr nervig sein. Warum sind hier nicht mal mehr Gegner? Ab. Festungskommandant. Du kannst auch gleich gehen. So. Wir kriegen erneut eine Truhe. Hoppla. In der eine Waffe ist. Eine versiegelte. Ich weiß aber nicht welche. So gut kenne ich das Spiel dann doch nicht auswendig. Ich muss eine versiegelte Waffe halten. Yay! Ich freue mich. Oh, was ist das? Die Ostfestung. Na klar. Schnell, weiter zur Festung im Osten. Du musst mir nicht befehlen, was ich zu tun habe. Ich kann auch selber lesen. Ich muss aber auch nebenbei noch 1000 Feinde besiegen für die Skulltula. Ist nicht unwichtig. Erstmal das Ding da wegräumen. Ein bisschen Rubine mitnehmen.
Dum, 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 ja. Impel ist in Bedrängnis im Kampf gegen Rolle da oben. Er ist einfach zu stark. Was können wir dagegen ausrichten? Ich bin auf dem Weg, Impel. Ich helfe dir, Impel. Was haben wir denn da? Ich glaube, hier ist ein Krug runter oder so. Hab einen Krug mit einem fetten Herz, was uns total voll auffüllen würde, wenn wir denn Probleme hätten. Schütze Impa, ich komme schon. Nein, ich stehe falsch. Aber es erwischt ihn trotzdem. Gut, den Teil hat es erwischt. Holger allerdings. Nee. Jetzt kommt ihr mit den Tentakeln, wenn ich gerade Volga besiegen will. Mike. Gott, was ist das für eine Scheiße? Wieso war mein Mikro jetzt aus? Ey, langsam reicht's. Immer nach einer bestimmten Zeit irgendwie spinnt dieses Scheißprogramm rum. Ich hoffe, das Mikro war jetzt nicht so lange aus. Das geht hier von selber aus, ey. Das ist nicht zum Kotzen. Ich war kurz unachtsam. Diesen Fehler begehe ich nicht noch einmal. Komm, Item liegen lassen. Danke. So, und jetzt kümmern wir uns da um unseren Spezialisten. Ja, dann komm mal her. Es ist so weit jetzt oder nie. Impas Moral ist gestiegen, weil wir sie beschützt haben. Gegen Volga. Was führt die im Schilde? Was immer es sein mag, ich werde es verhindern. So, doch mal sehen. Truppen des Bösen rücken gegen den Spezialisten vor. Achtung, feindliche Truppen nehmen Kurs auf unseren Spezialisten. Ich sehe hier kein Schwein. Ich laufe neben ihm her und ich sehe nichts. Das ist die Tor des Westheiligtums ist offen. Mhm. Ihr wollt mein Zuhause nicht betreten? Na gut, dann schicke ich mein... Was? Mein Präsent zu euch. Okay. Truppen des Bösen Westen rücken in Richtung deines Hauptquartiers vor. Nicht gut. Alter, lauf ein Stück schneller. Schick rück zum Gegenangriff auf die Truppen des Bösen im Westen vor. Ich komme mit den Feinden im Westen zurecht. Nutze die Zeit, um die Brücke zu senken. Los, beweg dich, Mann! Warum das alles... Dann kümmere ich mich um die Mitte. Labert nicht, lass die Brücke runter. Alles klar, wir können jetzt hier weitergehen. Den erstmal wegmachen. So einer steht hier auch schon wieder. Ich schon gewundert. Die Magi wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Der gefällt mir nicht so ganz. Überrascht, sie können Monster beschwören. Faszinierend, nicht wahr? Du bist faszinierend. Magi sind in der Lage, neue Einheiten in ihrer Nähe erscheinen zu lassen. Es sind sehr lästige Gegner, die so schnell wie möglich ausgeschaltet werden sollten. Der Magi? Warum ist jetzt Sheik im Bedrängnis? In Gefahr, im Bedrängnis, bla bla bla.
musst aufpassen, dass du die überflügelst. Der Hauptmann wurde von der Nimbus-Garde vertrieben. Die Hauptmänner hier sind Schwachköpfe. Mehr geht nicht. Die Hauptmänner sind scheiße. Chia ist auf der Spitze nichts finden. Da komme ich nicht durch. Ba, 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 da, ba. Der Weg zur Spitze ist auch versperrt. Ich störe die Tentakelwand und gehe zur Ruinenspitze. Wenn es stimmt, was man sagt, liegt in den Ruinen ein Schatz verborgen. Finden wir ihn. Steh kurz einfach zu fallen, das ist mir wurscht, piep egal. Hauptquartier vor. Am Arsch rückt dem Hauptquartier vor. Jetzt fällt hier wieder alles, nur weil ihr zu nichts zu gebrauchen seid. Das ich brauche... Scheiße. Was ist denn da los bei Sheik? Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich will Sheik nicht verlieren. Aber wie ist das mal was geschafft? Wo ist Sheik? Wahrscheinlich da, wo es total brennt. Sheik, 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 Sheik. Was ist denn hier los? Jetzt habe ich aber die Faxen dicke mit euch Pennern. Also wenn meine Leute in Gefahr sind, renne ich, insofern es geht. Das zieht die Mission aber in die Länge, das geht mir auf den Zeiger. Mir scheint, ich bin dir zu Dank verpflichtet. Nicht dafür. Ich helfe gern. Komm, hör auf mich zu nerven, Junge. Zack. Ey, wie viele von euch sind hier? Das ist ja Wahnsinn, was hat der Chia alles geschickt, ja. Toll, ein Spezialist ist vertrieben worden, so ein Nimbus-Penner. Fuck. Ich hoffe, das hat keine Auswirkungen. Wie viele sind hier zum Teufel? Verpisst euch alle. Mann. Bombenstimmung. Ja. Sollen wir mal auf, nicht wahr, Lana? Alter, was ist hier los? Jetzt muss ich doch die Skulptula suchen. Was heißt suchen? Ich weiß, wo sie ist. An der Wand. Sehr schön. Gut, dann muss ich mir darum auch keine Sorgen machen. Wo war ich ursprünglich? Da oben wollte ich, ne? Egal, lass uns das hier machen. Mich nervt das total mit dem, dass das Programm hier immer meint, irgendwie meine Tonspur ändern zu müssen. Jetzt machst du das Mikro gleich ganz aus. Super. So ein Dreck, wirklich. Ich hoffe nur, dass der Sound nicht zu lange weg war. Das tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was da los ist. Weil der Smack dann offenbar damals auch keine Probleme gemacht. Was ist das für ein Mist ist auf einmal? Komm, spawnt mal ein bisschen öfter hier. Wie soll man denn hier den Festungskommandanten holen, wenn hier kaum einer spawnt? Danke. Aber es kam nichts. Also gehen wir weiter. Sie hat auch gesagt, irgendwo in den Ruinen, also muss da oben irgendwas sein. Außenrum. Stufe 12 schon für die gute Lana. Ein Herz haben wir bekommen. Gut, dann gehen wir hier hin. Die ist geschlossen. Das haben sie mich eingesperrt, die Penner. Das würde. Es ist ein Zeichen guter Erziehung, seine Gäste willkommen zu heißen. Ja, voll gute Erziehung, wenn du mich hier einsperrst. Was sollte das werden? Glaubst denn du im Ernst, ich bin doof? Hm? Ah, du gehst mir auf den Piss. Alter, fick dich. Ganz ehrlich.
sieht aus, als wäre das das, was ich brauche. Zumindest hoffe ich das. Jawohl, der Boomerang. Du hast den Boomerang erhalten. Mit ihm kannst du Gegner betäuben und nach dem Werfen kommt er selbstverständlich wieder zurück. Gut, das haben wir gebraucht. Weg. Ich brichte den Takelwand Richtung Ruinenspitze. Das ist Spitze. So, weg damit. Weg mit euch. So. Wenn ich schon mal hier bin, machen wir hier gleich weiter, wo wir vorhin aufgehört haben. Und erreichen Stufe 13 für Chia. Für Chia. Nein, Lana. Chia macht mich schon so verrückt, dass ich sie mit Lana verwechsel. Wenn man das eigentlich gar nicht kann. Link hat den Nimbus gerade besiegt. So. Denen gehört jetzt nichts mehr. So, ich glaube, das eine da unten. Wimper hat auch den Nimbus gerade platt gemacht. Gut. Dann gehen wir jetzt zu Chia. Obwohl, was haben wir denn da? Ich glaub nichts weiter. Er ist noch irgendwo eine Tentakelwand, die wahrscheinlich ein Problem macht, ne? Ja, zwei sogar. Kommandant, das regelt ihr schon. Aha, hier. Muss ich erst alle Tentakelwände zerstören? Da sind Torwächter. Weil es zur Mission zählt jetzt. So, ihr Haupttor ist offen. Yeah. Bam, badadada. Yeah. Oh, die sind schon am Hauptquartier gewesen. So, waren das alle? Egal. Dann gehe ich einfach zu ihr. Kann ja nicht schaden. Braucht schon wieder viel zu lange. Das passt mir überhaupt nicht. Parts erreichen eine Größe, wo ich 5 Stunden brauche zum Hochladen. Hey Chia, hör mal auf, hier die ganzen Monster zu rufen. Sieh an! Link, der Held, lass dich anschauen. Lass deinen Busen anschauen, Chia. Meine Fresse, zieh dir was an. Was? Link! Zwei. Ah, ich verstehe. Umso besser. Du verstehst gar nichts. Ich verstehe, dass du nicht einen Latten am Zaun hast, meine liebe Chia. Komm heraus, meine Kreatur! Scheiße, die Mission geht noch weiter, das habe ich vergessen. Jetzt ist die abgehauen, ja. Und sie ruft ein neues Bossmonster. Ich glaube, den gab es sogar nur beim allerersten Zelda auf dem NES. Als Endboss. Giftiger Tentakelbaum, Mann, Handler. Und ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Und ich werde mich jetzt auch gar nicht mit der Ruine beschäftigen, sondern gleich zu ihm gehen. Besiege meinen Handler, denn das genau ist die Mission. I hate you, mein Handler. Mein Handler bombardiert das Hauptquartier ganz genau, weil er nämlich die Scheiße macht. Unser Hauptquartier wird angegriffen. Niemand muss sich darum kümmern. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich weiß, was ich zu tun habe. Es darf nicht fallen. Dann ist die Mission für den Arsch. So. Hey, du. Boomerang. Alle 4 Köpfe kaputt machen, wenn er da sich so zeigt. Fast komplett. Alter, das Vieh. Fast komplett kaputt gemacht, die Anzeige. Bam. Komm her, du blödes Tentakelvieh. Du hörst, wird da geschrien. Voll mit die Füße rein.
Das zieht ja gar nichts ab. Lana, was bist du schwach? Oh, jetzt verzieht er sich auch noch. Super. Mein Handler hat sich zeitweilig unter die Erde zurückgezogen und ich habe hier noch was nicht aufgemacht. Es lebt immer noch. Anscheinend hat er sich unter die Erde verzogen. Ja, es lebt noch. Der Mannhandler-Tentakel wurde in verschiedenen Orten gesichtet. Jetzt müssen wir die richtigen finden. Na toll. Besiege die Mannhandler-Tentakel und finde Mannhandler selbst. Lol. Ruhig bleiben. Wir müssen den richtigen Tentakel treffen, damit es wieder auftaucht. Warst du's? Nee, du warst es nicht. Ich wäre gleich aufgetaucht. Nein! Das war nicht die Kreatur selbst. Ich weiß. Ja, Impa, du brauchst mir nicht helfen. Ich weiß, wo ich hin, was ich machen muss. Ich treffe bloß immer die falsche. Verdammt. Nee, das war die richtige. Komm her, du Mistvieh. Hey, was willst du? Diesmal entkommt es nicht. Greift mit allem an, was ihr habt. Lass mich in Ruhe, du Mistsau. Komm, 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 komm. Lauf doch schnell, Lana. Das wird ihm noch nicht reichen, weil sie noch nicht stark genug ist. Und bam. Doch, es reicht jetzt? Wieso? Wohin hat sie nie so viel abgezogen? Bei weitem nicht. Silber-Item von meinem Handler. Sehr gut. Es steht nichts mehr zwischen uns und Chia. Los, zur Altarstätte. Wie? Die Mission ist vorbei. Oder? Nee. Augenscheinlich nicht. Oh oh. Schick, das ist. Ja, hallo? Die Triforce-Stücke? Wie zuvorkommen von euch auch noch das Triforce der Weisheit mitzubringen? Schlecht? Du Miese. Damit habe ich jetzt alle drei Teile. Seht das Triforce in all seiner Pracht. Oh nein, Link, weg hier! Chia, es ist an der Zeit, die Fragmente meiner Seele zu mir zu rufen. Ja, ich spüre, wie sie sich nähern. Ich will jetzt nicht alles zusammenbrüllen. Das kann sie sowieso besser. Sammelt euch um mich. Apokalypse Now, oder was? Sah aus, als ob bei Majora's Mask der Mond von der Himmel, vom Himmel fällt. Genau so sieht's aus. Oh, scheiß Mikro. Krass, krass. Das Programm nervt mich. Oh, scheiße. Seelenportal, höre meine Stimme. Öffne dich. Meine Seele wird frei sein. Man hört die Stimme schon im Hintergrund. Ha! Was macht sie da? Oh je. Ach, sie lässt die Bösen frei. Zu verschiedensten Zeitepochen und das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, ihr seid nicht die Bösen hier. Nicht die, vor denen ich Respekt habe. Sondern die da drin.
Tanzsequenzen sind echt sehr schön. Boah, Tia. Gute Arbeit, mein Kind. Drei Fragmente meiner Seele sind wieder vereint. Es fehlt nur noch das letzte, das durch das Masterschwert festgehalten wird. Boah. Sie gefällt mir nicht, sie ist böse. Had already claimed the Triforce of Power. From Link, she stole the Triforce of Courage. The Triforce of Wisdom was the birthright of the royal family of Hyrule. Yet Sheik bore it when Sia attacked. Once Sia possessed all the pieces of the Triforce, she used its incredible power to bend time and space and open doorways through the ages. Portals to three eras appeared. Lana explained to the others that a gate of souls had been opened in each of these eras, and it was through these gates that the monsters came. By opening these gates, Sia had released the fragment of evil spirit imprisoned in each of the other eras. The task before the heroes was therefore to travel through each portal and close its gate. Once all the gates were closed, they could begin repairing the damage Sia had inflicted on their land. With time growing short, Link and his allies split up to handle all three gates simultaneously. They each vowed to close their gate and return safely. Das heißt, wir werden uns demnächst aufteilen und in alle Zeitepochen reisen müssen, um diese Portale zu schließen. Okay. Ach, wir halten Deku-Stab. Ach ja, der ist für Lana. Ein Ast des Deku-Baums. Mit dem starken Angriff säst du einen Samen des Deku-Baums, der nach einiger Zeit keimt. Was dann passiert, wirst du schon sehen. Noch ein Buch und noch ein Buch und eine Harfe für Sheik. Da hat Chia auf einmal mehr geschafft als Ganondorf in den ganzen Jahren, wo er versucht hat, die Triforce-Teile an sich zu reißen. Schon bemerkenswert. Nimbusgarde-Schwert, Wolgas-Helm, Mannhalas Giftstaub, Nimbusgarde-Panzer und Lumpen. Und natürlich das Teil von der Skulltula. Nice. Du kannst nun das Angriffsrepertoire von Link erhöhen. Schmiede dazu die Angriffsmedaille Kokiri-Schwert 2. Und wir sehen schon die drei Epochen, die uns erwarten. Der Todesberg aus Ocarina of Time, das Schattenreich aus Twilight Princess bzw. die Schatteneben. Ebene oder Wolkenhort aus Skyward Sword. Da werde ich mich ja beim nächsten Part dran machen. Jetzt, man sieht auch, dass sie sich aufgeteilt haben, unsere Helden. Begebe ich mich noch in den Bazar und schaue mal, was hier geht. Ja, geht ein bisschen was. Nein, das mache ich noch nicht. Da habe ich noch nicht genug Schuppen für. Impa auch, sehr gut. Und auch bei Sheik. Sheik. Lana ebenso, eine Muskelpanzer also. Auch für da oben. Okay, das gebe ich dir mal, weil gibt so Bandagen und wäre genug. Noch schön mal Kette, ja, von mir aus. Ha, komm, dann Link halt auch. Was soll's? Oh, da unten ist noch was für Lana. Gar nicht gesehen. Für das, für den Kokiri-Stab. Und noch eins. Da fehlt was, was wir noch nicht haben. Tingel, ja, du kannst mich mal tingeln. Mit dir mache ich jetzt nichts. So, ich hoffe mal, ja, es nervt mich, dass dieses Programm hier macht, was es will. Mein Sound einfach mal zwischendurch rausschmeißt, mein Mikro, das tut mir echt leid. Ich hoffe an sich, der Part ist okay. Ich weiß nicht, was da los ist. Was ich auch nicht verstehe, es hat von Anfang an am Anfang keine Schwierigkeiten gemacht und auf einmal diese Probleme. Gut, wir sehen uns wieder im nächsten Mal, da werde ich mit Impa, ja, mit Impa, auf den Todesberg gehen, in das Land der Mythen. Also, bis zum nächsten Mal bei Hyrule Warriors. Ciao, ciao.